Won't you spare me over till another Na super. Ich sag mal hallo und herzlich willkommen bei Part-Time Insane. Ich bin der Gizmo. Ich bin die Mira. Willkommen zurück zu Little Hope. Das Stück kennt ihr wahrscheinlich schon, zumindest bei meiner Folge. Ich glaube, ich bin an der gleichen Stelle, wo wir aufgehört haben. Also ich bin eben oben gespawnt. Das war etwa so 20 Sekunden, bevor ich rausgeflogen bin. Ja, ich hab. Jetzt geht's so weiter. Da, unter die uns. Die Zeitung nochmal gelesen. Wir müssen unbedingt hier raus. Ja, ich hab den Kiss My Ass nochmal gelesen. Kiss My Ass. Kiss My Ass. Was ist das? Ah, hier geht's weiter. Das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Was denn? Ich wollte gerade was lesen. Was ist? Ja, jetzt weißt du mal, wie du dich fühlst. Ich gehe hier hin, du da drüben. Dann schieben wir. Gut. Und los! Falscher Knopf. Oh, oh shit! Uiuiuiui. Uch, Kater, machst du dich dick, gell? Daniel! Alles gut? Hi! Help! Fuck! Help! 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 Trifft eine Entscheidung. Also man kann sagen, was man will. Aktuell schlage ich mich scheiße gut mit den Quicktime-Events. Meine Kreisschwäche ist gerade nicht so schlimm. Hallo? Wir schaffen das. Alter, wenn ich... Dann... Ja, dann nicht. Wenn ich... Dann bin ich. Was machst du? Das hätte ich eh nicht geschafft. Loa! Na? Oh Gott, muss wieder Zielübung, ey. Oh, scheiße! Die Zielübung! Ja. Ich hab... Das letzte war scheiße schwer! Au. Es ging ins Auge. Das war Nummer zwei. Ey, ich musste zielen und dann bin ich dahin und ganz knapp und beim Zurück, das war zu wenig Spaß. Ne. Diese Zielübung ist, hätte ich diese Zielübung nicht verkackt, hätte ich es geschafft. Ich hab mich so gut. Aber ihr hättet mich denn nicht hochgezogen. Daniel ist tot. Genau. Doch, ich hätte schon. Ja, wir haben die ganze Zeit gearbeitet. Hat ja alles funktioniert. Taylor habe ich gerettet. Ihn hätte ich auch gerettet, wenn ich diese scheiß Ziele bekommen wäre. Spieler mit Rolli. Arsch. Immer nur kritisiert. Immer nur. Das Biest scheint weg zu sein, könnte aber jederzeit zurückkommen. Wir müssen weiter. Ganz, ich, meine Lieblingsfigur ist gestorben. Ich möchte dich an den Anfang erinnern, als du mich
ins brennende Haus schicken wolltest. Und dann sauer warst, dass ich gestorben bin. Wo ich mir denke, ja, also ob ich jetzt hier ersticke auf diesem scheiß Balkon und mich erwürge wegen dem so scheiß Schal, den ich eh nicht hätte tragen sollen, oder ob ich durch ein brennendes Haus renne. Im Endeffekt wären wir eh nicht am Leben gewesen. Also wäre ich eh nicht am Leben gewesen. So, mal eine Runde, wenn alle sterben. Mein Gott. Okay, das ist jetzt schon. Los, schnell zu mir. Mary! Oder wie sie auch immer hieß. Megan! Das ist unser Haus, unser brennendes Haus. Ja. Was auch passiert, wachsam bleiben. Holzauge, bleib wachsam. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch. Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr den Teufel und all seinen Herren. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Aber siehst du, er verreckt wieder genauso wie im Dingens. Wir müssen das stoppen. Also jegliche Einmischung ist eigentlich das immer so das Negative, weil die dann denken, oh mein Gott, die Teufel. Nun besteht kein Zweifel mehr. Dies ist Hexerei. Mehr Steine. So zermalmen wir den Teufel in ihm. Zaudert nicht. Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab. Das ist echt brutal, ey. Hexenprozesse waren scheiße brutal. Nicht lustig. Stimmt. Und er ist eigentlich so gesehen für diese Folter viel zu schnell gestorben. Vielleicht. Ja, Hexen. Und irgendwie, also wichtig ist das blöde Wort, aber dadurch hat die Kirche gelernt. Wer weiß, wo wir jetzt wären, wenn sie das nicht gemacht hätten. Ich weiß es nicht. Was war los? Ganz solche Sachen lernt man ja durch den Abend nicht mehr viel Zeit. Ja, aber es war trotzdem echt nicht nett. Also, nett ist auch... Weg da! Von diesem Biest laufe ich nicht mehr weg! Ich hab nicht vor, Daniels Schicksal zu teilen! Bist du verrückt? Wir müssen weg! Ja, mach du das. Ich schaff das nicht, gell? Ich komm her, du Biest! Trau dich! Warum immer ich wieder? Warum immer diese scheiß Zielbogen? Warum werde ich immer schwieriger? Warum muss ich das immer machen? Ja, mach du mal! Wenn du so viel. Jetzt muss ich wieder. Nehmen! Hab ich verdrückt! Schön! Wenigstens machst du auch Scheiße!
Rambo. Rambo Messer. Bitte nicht zielen. Irgendein Quicktime-Event. Nicht zielen. Quicktime-Event. Komm. Ah, natürlich muss ich wieder zielen. Los, hier rein. Jetzt ist es ganz... Nicht zielen, Mann! Och, komm, ey! Ich werde hier gefoltert, extra! Das machen die extra! Wir müssen weg! Los jetzt! Ich will nicht ängstlich sein! Andrew! Ich brauch dich hier! Ich wurde immer nur geschimpft, wenn ich irgendwie mich selber retten wollte. Und dann mache ich jetzt, wahrscheinlich kriege ich jetzt hier den Ärger. Ganz ruhig. Und bam, ins Auge. Ist das weg? Ich sehe es nicht mehr. Es könnte auch tödlich ausgehen. Warum schaust du eigentlich raus, du Trottel? Was macht man denn? Wir müssen hier rausfinden, bevor das Biest reinfindet. Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht, ist das Motto dieser Stadt. Ich bin Andrew. Ich bin jetzt dafür, dass du mal wen umbringst. Ich habe gerade den Tod von Taylor gesehen. Schön. Seil. Wirke Seil, Schatz. Hier ist eine Schaukel. Welchen Tod hast du denn noch gesehen? Den von John. Der ist erwürgt worden, aber ich glaube, den haben wir geschafft. Er ist mich nicht erwürgt worden. Sehen Sie. Wie hat er geheißen, der das ins Auge bekommen hat? Den Tod habe ich gesehen, dass er aufgespießt wird. Das ist er auch geworden. Das müsst ihr euch anschauen. Bitte, was? Angel und ich verheiratet? Geheimnis. Liebe Anne, vielen Dank für deinen Brief über Megan. Ich verstehe deine Besorgnis und versichere dir, dass das rebellische Benehmen deiner Tochter nichts Ungewöhnliches ist. Ich habe Eltern mit ähnlichen Problemen geholfen, würde mich freuen, bei Megans moralischer Führung zu helfen. Im Brief an die Hebräer 12,11 steht, dass jede Züchtigung zwar den Augenblick nicht Freude, sondern Schmerz zu bringen scheint, später aber schenke sie denen, die durch die Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden und die Gerechtigkeit.
Bitte suche mich nach dem Gottesdienst am Sonntag auf, damit wir einen Termin für eine persönliche Unterweisung vereinbaren können. Reverend Carson. Da ist ein Schlüssel drin. Ah, den kann ich nicht nehmen. Ich habe übrigens das Viech gesehen, das aufs Haus zugelaufen. Na schön. Fuck! Was war das? Was war das? Bestimmt die Kleine. Suchen wir sie. Da ist sie. Was zur Hölle? Bleib hier. Bitte. Passt du wohl auf die Platte auf? Andrew, was ist los? Wir sind wieder an einem Ort versammelt. Doch mit Grauen erfüllt mich der Grund. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Auf dieser Puppe wurde zu Unrecht Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie Wieso ließ die sich der Reverend ihrer Schwester das geschehen Balk? Und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satansbrut in ihrer Tollheit, mich, einen Mann Gottes der Falschheit. Das ist irre. Diese Leute haben den Verstand verloren. Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden. Oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, sucht diese Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. Es liegt doch auf der Hand, dass hier was faul ist. Etwas Böses lauert hier. Zweifellos herrscht das Böse in Little Hope. Dunkelheit vergiftet unsere Herzen. Alle, die heute hier versammelt sind, wissen wohl, dass der Teufel in unserer Mitte weilt. Die Aufgabe dieses Gerichts besteht darin, dem Bösen Einhalt zu gebieten. Uns läuft die Zeit davon. Du siehst das falsch. Mary ist unschuldig. Wie soll ich entscheiden? Irre ich mich? So stirbt ein unschuldiger Mensch. Ihr könntet die verdammte Puppe loswerden. Mehr fällt mir auch nicht ein. Zerstört sie und die Puppe muss vernichtet werden. Vielleicht sind wir dann frei. Sie ist der Grund für Marys Gebaren. Sie hält sie fest im Griff. Zerstört die Puppe und der Teufel wird von ihr lassen. Sie wird wie neu sein. Ein unschuldiges Kind. Reverend, verbrennt die Puppe. Zerstört sie. Handeln wir nicht zu schnell. Das Mädchen muss für ihre Fehltaten stellt büßen. Meine Autorität nicht dieser in Typ, Frage. Ey. Gehorcht mir!
Warum wendet er sich jetzt gegen das Balk? Du hast getan, was du konntest. Gib dir nicht die Schuld. Du kannst nichts dafür. Was denn? Ich hab die Kleine doch gerettet. Rettet naja, ist die Frage, ob du sie gerettet hast. Die Kirche war am Brennen. Schüppdi-duppdi-duppdi, Schöpf. By the way, die Kirche brennt. Das war's, oder? Dachte, wenn man die Puppe... dass es dann vorbei wäre. Es war richtig so. Du konntest nicht ahnen, wozu das führt. Der Unfall ist nicht deine Schuld. Unsere ganzen offenen Fragen bleiben wohl offen. Los, weg hier. Aber wie im Prolog war er mal wieder der Wohlwollende gegenüber der Kleinen. Ja, die war da. Die wird uns wohl nie wieder quälen. Immer beschützt. Das war's. Bin mir nicht sicher. Also wir waren schon wohlwollend ihr gegenüber. Also der zumindestens. Immer eher schützend. Die anderen eher nicht so. John? Alter, wenn ich jetzt wieder John bin. Hey, den Tod habe ich gesehen. Dass sie da jetzt nichts machen konnten. Ich bin auf einem guten Weg, dass alle sterben. Ja, ja. Ja, aber warum konnten wir da jetzt nichts machen? Also gut, wenigstens habe ich ihn nicht umgebracht, aber warum konnten wir jetzt nichts machen? Habe ich ihm zu viele negative Eigenschaften verpasst, aus Versehen, weil ich nicht darüber nachgedacht habe? Ja, es waren viele zu, hast du gesehen? Mhm. Bin mir sicher, wenn wir das F geöffnet hätten, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Das heißt, wir hätten Daniel arrogant machen müssen. Oder irgendwas. Naja, bei Daniel, also nicht bei John, sondern bei Daniel dem anderen, da war er nur arrogant im Auge. Stimmt. Ja. Oder er ist mit dem gestorben. Ich weiß es auch nicht. Sonne scheint. Hey! Tut mir leid. War ja nicht deine Schuld. Hä? Wir haben beide in den letzten Jahren viel durchgemacht. Ja, hat überlegt. Etwa eine Meile von hier gibt's einen Diner mit einem Telefon. Du rufst Hilfe, verlässt diesen Ort und kommst nie mehr zurück. Hier gibt's nichts mehr für dich. Aber nicht er, sondern der andere hat überlebt. Mhm. Ja, Tanja hieß sie.
mir leid, was ihr heute wegen mir durchgemacht habt. Das wird mich ewig verfolgen. Du bist nicht allein. Mach dich nicht so fertig. Das war für uns alle. Das weißt du doch. Endlich kommen wir von hier weg. Wären wir nur alle hier. Er war der Busfahrer. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Wir wüssten jede Hilfe wirklich sehr zu schätzen. Da gibt's nichts zu helfen. Arschloch! Du meinst, du kannst auf mich schießen? Komm raus, Schreckling! Hey, ganz ruhig! Ich wollte nur helfen! Hast du es nicht gesehen? Wovon redest du? Hier draußen ist nichts! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Haben wir das jetzt aus Versehen durchgespielt? Ja, genau. Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. Nein. So ist das mit Dämonen. Bringt man sie nicht zur Ruhe, jagen sie einen für immer. Nicht übel. Ein paar gerettet, ein paar nicht. Das waren sie. Und sie fanden ihn am Ende. Den Busfahrer. Vielleicht lässt er nun die Vergangenheit ruhen. Auf Wiedersehen. Vielleicht im Südpazifik
Oder Nein. der Wüste Arabiens. Oder ganz woanders. Doch wir sehen uns wieder. Zumindest noch einmal. Also, honestly, die Story finde ich viel besser als Man of Medan. Aber trotzdem, er war alles nur in seinen Gedanken. Ja. Da ist gar keiner gestorben. Ne? Ja, ich habe niemanden umgebracht. Ich auch nicht. Beim letzten Mal hast du dich, glaube ich, selbst geopfert bei Man of Medan. Du, das war Little Hope. Das war Little Hope. Ich krieg jetzt noch eine extra lange Folge mit Abspann, also zwei extra lange Folgen mit Abspann, weil jetzt hätte ich sonst eine Folge nur mit Abspann. Ja. Aber hörst du, es ist wieder der Anfang, der Theme-Song vom Anfang. Ich finde diesen Song mega geil. Leute, wenn ihr es nicht wisst, ihr müsst mal auf YouTube googeln O-Death, also O, ein Wort, Death, ein Wort und dann noch Supernatural. Dann seht ihr den Auftritt von dem Tod in Supernatural mit diesem Song. So geil. Dieser Song ist so episch. Obwohl ich nicht weiß, ob Andrew nicht immer überleben würde. Ich glaube, Andrew würde immer überleben, aber der war ja auch nie in Gefahr, oder? Also ich hätte, wir hätten Taylor noch verlieren können. Ja, ich glaube, Angela, ja, die Alte. Hätten wir retten können und auch wie hat der andere geheißen? John könnte, hätte man nichts machen können. Aber, vielleicht hätten wir John retten können, wenn wir irgendwelche Entwicklungen geändert hätten. Aber da hatten wir ja nichts, konnten wir ja nichts. Aber ich glaube, John haben wir einfach alles so gemacht, dass es so passiert ist. Und bei dem anderen hätten wir noch was machen können. Wobei ich ja immer eher der Typ bin, lauft ohne mich. Und mein John habe ich es nicht gemacht. Da hätte ich gesagt, ja, vielleicht hättest du, ja, stimmt, vielleicht wäre das hier. Vielleicht hätte ich sagen sollen, nein, geht ohne mich. Und dann hätte ich noch mal Quicktime-Events gehabt. Und dann wäre er überlebt. Aber ich habe bei Daniel habe ich echt nur einmal dieses Zielen verhauen und dann war's aus. Dann war Ende. Überlebt dazu auch keiner, weil es sind ja auch alle gestorben. Ja, ja, im Haus, ja. Aber in seinen Gedanken, wer weiß, wie das ausgegangen wäre, wenn seine Gedanken alle noch gelebt hätten, wenn er halt diese Wahnvorstellung noch hätten. Nein, ich will nicht ans Ende springen. Ich will das noch durchdiskutieren. Aber wie gesagt, ich muss sagen, wenn jetzt nochmal so eine Story Man of Medan gekommen wäre, hätte ich, glaube ich, keinen Bock, das dritte Game zu spielen. Also Man of Medan hat mich extrem, extrem enttäuscht. Ich fand die Story gar nicht so... Vor allen Dingen, dass es halt nachher einfach nur dieses Gas war. Ja, jetzt ist... Ich bei Man of Medan ziemlich gut absprechen. Ja, ja, nee, das stimmt. Also es wäre jetzt zu überlegen, wenn wir jemals vergessen, also Man of Medan vergessen, ich glaube, das wird nicht passieren. Aber wenn wir es jemals vergessen sollten, können wir überlegen, das vielleicht nochmal durchzuspielen, ohne dass wir miteinander reden. Aber im Endeffekt weiß ich jetzt immer noch, dass immer, wenn ich diesen zum Beispiel irgendein Monster sehe, dass es jemand anders ist. Ja, dass ich nicht selbst auf mich einstecken kann. Ja, aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn du nicht auf dich eingestochen hättest. Hast du ja damals gesagt. Ja, wenn ich nicht auf dich eingestochen hätte, dann bla bla. Ja. Ist das Jim-Zekuno jetzt schon? Sorry. Streich das. Ja, ich weiß nicht, wann der aufsteht, wann der, wie viel Uhr für den jetzt ist. Ist ja ein nervender Mensch. Für dich. Der schreit immer. Oh mein Gott, wenn ich immer streiche. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, er sagt, oh Jesus. Oh Jesus. Aber das kommt 100 Mal vor. Ja, weil er sich erschreckt. Thank you for the tap. It's a big tap. Thank you.
Wenn er ausflippt, flippen meistens die anderen, die bei ihm sind, auch alle aus. Und schreien alle irgendwie. Aber das ist die Gruppe. Die Gruppe springt bei jedem sowas auf. Sowas nebenbei. Ja, eigentlich geht es ja hier um den Abspann. Und ich krieg langsam Hunger. Das heißt, ich hoffe, der Abspann ist bald vorbei, weil dann ist die Aufnahme vorbei und dann könnte ich mir was für mein Hüngerchen gönnen. Ich hab das Gas, wenn meine Oma sowas gesagt hat. Ja, hier, gönn dir was für dein Hüngerchen. Okay, Alter. Ja, bei meiner Oma gab es keinen Hunger, da gab es ein Hüngerchen. Und es gab ein Schlückchen und es gab ein Bonbonchen und es gab ein Türchen. Hier übrigens nach hier, Little Hope kommt hier. Nach hier. Klein, Worry. Ach so, du meinst, was als nächstes auf den Montagslot kommt. Ja. Da kommt Ori and the Blind Forest, die Definitive Edition. Da haben wir während des Weihnachtsurlaubs vor Corona schon angefangen aufzunehmen. Es ist jetzt nicht sicher, wie konsistent das alles wird, aber auf jeden Fall Montag Ori and the Blind Forest. So we're not. We'll start believing. We are under attack by. I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it when I was there. This idiot myth. They say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes, where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld. Ich hab bei dem Seil sie abstürzen sehen. Stimmt. Bye bye. Bye bye. We're in control.